er ja schon wieder weg. Ja, ich weiß nicht, wo er diesmal abgeblieben ist. Immer dieser immer ein Fahrer, ne? Wir haben alle keine Lust zu arbeiten. Ja, das kannst du haben. Schön. Das Gebühr, da geht man mit auf den Sack hier. Was denn? Wenn kein Gordo machst, ne, dann fängt er an zu piepen, aber ordentlich, ne? Ja, das macht meiner auch, deswegen schnalle ich mich an. Ich auch. Wir haben einen... Sicher. Ich werde irgendwie mal nur schnell links bei Philipp melden. Jo, mach das mal. André ist gerade noch hinter uns. Gucken, ob wir noch, ob ich ihn euch zeigen kann. Er wollte jetzt hinter mir fahren. Er schleicht mit der Herde, hat er gesagt. Aber schaut mal, könnt ihr ihn sehen? Den gelben Actros da hinter uns. Das ist der André. Links so. Auf die L182. Ach, jetzt bin ich auch noch verkehrt abgebogen. Wir fahren ja da vorne und dann rechts hoch, genau. Wir haben uns angemeldet hier, wir sind jetzt fertig hier in auf einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge erstmal hier, bevor ich das nämlich auch wieder vergesse. Mann. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gekommen, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ihr seid gut ins Wochenende gekommen. Ihr Lieben, so, wir sind hier angekommen und haben uns angemeldet. Und hat er gleich gesagt, dauert ein bisschen, ist voll da unten. Minshu stand auch da. Das andere hier war, habe ich gar nicht gesehen, aber er hat mich gesehen. Da haben wir kurz gewartet. Will mit mir nicht reden. Geht nicht an. Ja, die sind jetzt bestimmt. Ah ne, Mittag ist er erst in einer Dreiviertelstunde. Und ja. Rausgefahren, Verladung war wieder tipptopp, kann ich nichts sagen. Yara ist einfach geil, da fahre ich so gerne. Dann haben wir den Diego noch getroffen an den Schranken. Schöne Grüße an dich, Diego, falls du das sehen solltest. Ja, und dann stand ich da drin, war wegen Papiere machen und dann kam André da reingelatscht. Genau, und ich muss nach Arnshagen, er muss Richtung Straßen, also fahren wir die 105 beide gemeinsam. Dann würde ich sagen, passt an, ihr Lieben. Das laden wir jetzt noch aus, dann sollen wir nach Wismar fahren, den Trailer abstellen. Und dann ja, zum Hof, nehme ich an. Bin ich mal sehr, sehr rechtzeitig zu Hause. Dieses Wochenende.
freut mich natürlich, weil ich will unbedingt diesen Wochenendvlog machen, ihr Lieben, unbedingt. Und der beinhaltet noch eine Überraschung, die hoffentlich gelingen wird, ihr Lieben. Ich hoffe, das klappt dieses Wochenende alles. Also für euch ist er jetzt die neue Folge, aber für mich ist er jetzt, für mich ist er heute ist Freitag, 11.18 Uhr, für mich ist er dann Wochenende, ihr Lieben. Rechts abbiegen in den Schmiederweg, dann in die nächste Straße links warum abbiegen. Du immer mit Marvin, das will mich immer hier rumschicken, ne? Ja, mich auch nach Kleinkusewitz durch, ne? Ja, jetzt hat er sich wieder gefangen. Ich mache das ja im LKW-Navi, ne? Du hast ein Onboard-Navi jetzt, ne? Ja, die Neuen, die kriegen ja alle Navi rein, ne? Ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal ein Stückchen. Es ist, ich habe 36 Kilometer. Fahren wir ganz entspannt, aber André, du fährst langsam. Du fährst, weiß ich nicht, ich fahre 53 und du bist so weit weg. Weil ich vielleicht an der losen Ware, das kann natürlich sein, ihr Lieben.
dann wird die bei der Entladestelle der Umlieger leer sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, mein Lieber, ich verkrümel mich mal so heimlich still und leise. Kümmer dich mal, ne? Wir hören uns, ne? Vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag. Ja, mit Sicherheit sehen wir uns Sonntag, ne? Mit Sicherheit. Komm gut durch, ne? Bis dahin. Hast du gehört? Was denn? Hast du gehört? Ich habe meine Hupen angemacht. Nee, habe ich nicht gehört, du. Ich wünsche dir was, ne? Jo, gleichfalls. Bis Sonntag. 800 Meter links abbiegen. Sonntag. Dasko, wir sind jetzt irgendwie hier ein neues Dorf, soll das wohl sein. Sind wir das erste Mal heute, hier war ich auch noch nicht. So, der André, der fährt jetzt weiter. Links abbiegen in die Straße Neues Dorf. Oh, ich hab gedacht, die muss hier irgendwo Straße einfahren, abbiegen. Also abkniegende Vorfahrtsstraße. Hier. Und dann fahren wir schön zurück und dann fahren wir nach Termin aber schnell hier. Na. Rechts abbiegen. Sagen jetzt auf die Autobahn. So, schauen wir mal. Irgendwo muss er ja sein, hier der Bauer. Irgendwo muss er ja sein hier. Noch sieht hier nicht nach Bauernhof aus. Doch hier, guck mal. Das könnte doch sein, oder? Das könnte er wohl sein hier, oder was? Da sieht man auf jeden Fall verdächtig irgendwie danach aus. Dann werden wir uns jetzt einfach mal hier hinstellen. Und dann werden wir uns mal auf die Suche machen nach jemandem freundlichen, hoffe ich, der uns dann abladen möchte. Sie eventuell. Neues Dorf 60. Das ja. Ziel liegt rechts. Ich bin mal schon da, Navigation. Ne? So Leute, wir haben fertig in Arnshagen, Dasko. Das hat jetzt eine Stunde gedauert, glaube ich. Ja, ich glaube eine Stunde hat das jetzt gedauert. Ich habe leider die Aufnahme vom Entladen verkackt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, ich wollte euch umstellen und dann habe ich auf den Aufnahmeknopf nicht mehr gedrückt. Das ist natürlich grandios schlecht. Ja, naja, egal. Die Folge hat ja gerade erst angefangen, ne? So. André ist ja dann weitergefahren. Und wir sind da hier abgebogen. Guck mal, da sind zwei Kälbchen. Voll cool, ne? Schön. So, es wäre nett, wenn du dich irgendwie auf den Grünstreifen rauf machst, weil ich will da mit dem feuchten Boden nicht so wirklich hin. Verstehst du das? Jetzt guckt er bestimmt blöd, weil ich eine Kamera auf dem Schädel hab. Ja, ja. Aber bedankt hat er sich, wunderbar. So, wir fahren jetzt ein Stück zurück und dann so ungefähr 10 Kilometer. Und dann biegen wir links ab und dann fahren wir nämlich zur A20. Dann fahren wir Sahnitz wahrscheinlich rauf auf der A20, weil ich habe keine Lust, mich jetzt da hinten anzustellen. Und dann fahren wir jetzt nach Wismar und gucken, wie irgendwie Fußgänger langlatschen hier. Touristenburgen hier. So.
letztes Mal hier. Als Linksabbieger bist du immer der Letzte, ne? Das Allerletzte. Du, da kommen zwei, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, zwei. Und da kommen eine ganze Menge. Oh, sei wieder herrlich. Drei. Ach, das ist so schön. Touristenhauptverkehrsstrecke hier. Fürchterlich. Und da ist frei, da kommen noch zwei. Wie viel hast du im Schlepptau? Gar keinen. Komm, fahr zu. Oh, dass die dann immer gefühlt auch immer so extra langsam fahren, ne? So. Rum hier. Sonst kommen wir hier nie weg. So, ihr Lieben. Ich bin neuerdings, bin ich mir echt zu blöd, eine Zigarette anzuzünden, ne? Naja, dann rauche ich gleich weiter. Wie gesagt, wir haben uns hier angemeldet. Super netter Bauer. Sehr, sehr geil drauf. Und ja, er ist einmal kurz am Auflieger hängen geblieben, aber halb so schlimm. Das war nur eine Schraube. Ansonsten war das entspannt. Schön abgeladen haben wir. Und wie gesagt, jetzt fahren wir nach Wismar. Stellen den Auflieger ab und dann ist Weekend. Juhu! Einen wunderschönen guten, guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Montag 9.18 Uhr haben wir. Heute Morgen 5.30 Uhr haben wir unseren Dienst angetreten. Ich hatte letzte Woche Freitag keine große Lust mehr zu filmen. Dann war auch der Akku leer gewesen, ihr Lieben. Dann hatte ich ja... eigentlich nur noch abgesattelt in Wismar, dann bin ich ins Wochenende gefahren. Wie denn? Und dann habe ich ja, Wochenende gemacht. Wochenende wollte ich auch wieder filmen, aber es hat alles wieder nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann sind wir heute Morgen um 5.30 Uhr, haben wir unseren Dienst angetreten. Und DA 14 folgen. Haben dann heute Morgen erstmal in der Schlange gestanden beim Tanken auf dem Hof. Und dann war ich in Wismar jetzt gewesen, da habe ich dann mit Ringo und mit Max zusammen drei Trailer gegurtet. Und jetzt fahren wir zu dritt wenigstens die 191 mit Max. Und Ringo will, glaube ich, unterwegs irgendwo noch frühstücken und einkaufen gehen. Ihr Lieben. So, der von Wappner, der hinter gerade hinter mir ist, der soll mich mal überholen, dass wir zusammen sind hier. Aber wo hat er Ringo gelassen? Könnte ich euch Max wenigstens mal zeigen. Dann 9 Scania. Heute liegt auch tatsächlich nicht so viel an, ihr Lieben. Jetzt überholt er mich. Sehr gut. Heute liegt auch tatsächlich nicht so viel an. Wir fahren heute nur. Das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen filmen werde, ist jetzt hier das Geschnacke mit meinen Kollegen. Der mich jetzt.
Hast du Ringo gelassen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat er jede Rotphase damit genommen, glaube ich. Ja, ich fahre deswegen schon ein bisschen langsamer, dass er wieder aufschließen kann. Ja, hoffentlich ist er jetzt nicht irgendwie am Kaufland angefahren, weil er sagt, er will noch einkaufen. Ja, zu mir hat er gesagt, er will in Eldena einkaufen. Achso, ja gut, dann müsste er ja noch irgendwann ankommen hier. Davon gehe ich aus. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt zu dritt. Max wollte wohl irgendwie bis Dannenberg fahren, so wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Wir fahren unseren Stiefleute runter und ja, dann schauen wir einfach mal nach, ne? Wie wir, was wir machen. Wo ist er ja schon wieder weg? Ja, ich weiß nicht, wo er diesmal abgeblieben ist. Immer diese M1-Fahrer, ne? Ich habe alle keine Lust zu arbeiten. Ja, das kannst du haben. Jawohl.
den Spiegel eingeklappt. Zum Grunde fahren wir noch weiter ganz frech. Oben die Blitzerraum ab und Attacke hier vorher durch, Junge. Das habe ich auch schon mal gehört, dass es einer macht. Salzgitter, da glaube ich, heißt er. Und da hat er mich dann noch eingeholt, haben wir da unsere Pause gemacht, unsere 45. Und sind dann weitergefahren. Haben jetzt schon dreimal wieder im Stau gestanden. Katastrophe alles, Leute. Ich weiß auch nicht. Alles nicht mehr normal. Oh, jetzt schimpft er gleich wieder, weil ich langsamer geworden bin. So, wir wollen auf jeden Fall versuchen, in Niederaula ein Plätzchen zu finden im Gewerbegebiet. Aber wie ihr aus meinen Videos wisst, wenn da einer steht, dann ist da nicht mehr viel mit Parken. Wenn da keiner steht, perfekt. Also, dass wir beide nur Überlänge drauf haben, hoffe ich, dass das klappt, ihr Wunderhübschen. Das hoffe ich doch sehr. Und wir haben jetzt 18 Uhr. Finden, haben wir die Arschkarte. Ich habe nur noch 24 Minuten Schichtzeit. Ja. Mein Disponent rief mich an und sagte, ich soll 9 Stunden Pause machen. Ich sage, auf Montag 9 Stunden Pause. Ich sage, das geht überhaupt nicht klar. Versuch mal, sagt sie. Ich sage, brauche ich nicht versuchen. Mach ich nicht. Mal abgesehen davon hat sie eh noch keine Rückladung für mich. Naja, egal. So, ihr Hübschen, ich würde sagen, jo, wir verabscheuseln uns. Wie gesagt, war halt auch nichts, außer dass wir heute im Stau gestanden haben. Max hat sich ja dann Dannenberg verabschiedet und Ringo verabschiedet sich morgen Kornwestheim, wenn wir Ludwigsburg runterfahren von der Autobahn. Und dann, ja. Sind wir wieder alleine on the road. 2 Kunden werden wir morgen runterkriegen, denke ich mal. Und den letzten, den werden wir Mittwoch früh ausladen und dann laden und dann den Rest, den wir haben, noch wieder zurück. Je nachdem, was wir laden sollen, keine Ahnung. Und dann schauen wir mal. Nicht wahr, ihr Lieben? Niederaula, 1000 Meter. Schlitz ist gesperrt, das ist schon mal gut.
Oh, ich hoffe. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr. Mal abgesehen davon habe ich eh nur noch 20 Minuten Schichtzeit. Auf 13er. Und die will ich eigentlich gar nicht ausnutzen. Also die 15er will ich nicht anfangen. Jetzt wollte ich gerade schon reden. Bitte was? Das Licht aus? Eng ist es da. Ganz schön eng. Ach so. Manchmal verstehe ich dich nicht über dein Funkgerät, mein Freund. Manchmal verstehe ich dich nicht. Wie gesagt, ihr kennt die Ecke hier auf jeden Fall. Hier habe ich schon mal gestanden und Pause gemacht. Und ganz am Anfang meiner Karriere, Leute, bin ich hier immer lang gefahren, wenn ich nach Basel gefahren bin oder Richtung Basel. Da hat mein TomTom-Navi mich immer hier runter geschickt, damit ich genau da, wo wir uns jetzt hinstellen wollen, umdrehe, um dann auf die A5 zu fahren. Könnte vielleicht was werden. Ich mach zu dir aus, kannst du hören. Also warte, dann fahr ich rückwärts rein da. Ja, das sollte passen. Hinten durchfahren? Ja, ich helfe dir. Jetzt auf die Feier gehen. Moment.